So, da wäre ich auch wieder. Und jetzt quatschen wir weiter. Ich habe gehört, Sie sind derjenige, den man fragen muss, wenn man etwas über die Herkunft des Gemäldes erfahren will. Wegen La Maledictio? Da waren Sie aber richtig fleißig, was, Stobbart? Ich will den Herkunftsnachweis sehen. Dann reden Sie mit Bijou. Sie hat sich um alles Geschäftliche in der Galerie gekümmert. Der Herkunftsnachweis liegt im Bürosafe. Sie hat den Schlüssel. Hatte man Lane erstmal in die Enge getrieben, redete er wie ein Wasserfall. Allerdings sah es so aus, als sei Bijou nicht ganz ehrlich zu mir gewesen. Ich sollte sie wohl nochmal besuchen. Was halten Sie von Mouet? Von wem? Dem Polizisten bei Navette. Den halte ich für noch einen Idioten. Wieso das? Ich glaube, man kann einen Mann danach beurteilen, mit wem er sich abgibt. Das werde ich mir merken, Mr. Lane. Gut, danke. Ja, klar. Inspekteur, ich denke, wir können es einschalten. Ja, Mouet, dasselbe wollte ich auch gerade sagen. Tun Sie's. Mouet, was haben Sie getan? Verzeihung, aber ich meine, es waren doch Sie, der sagte... Keine Schuldzuweisungen jetzt. Sie haben das Gerät ruiniert. Mon Dieu. Ach, das arme Gerät. Der Versuch, mir das Gerät näher anzusehen, hatte wenig Sinn, während Navette und Mouet damit herumhantierten. Inspektor Navette, darf ich Sie ein paar Dinge fragen? Sie müssen warten, Monsieur. Ich bin extrem beschäftigt. Klar, ich kann warten. Ich habe ja die Zeit. Verzeihen Sie. Bitte, Monsieur, ich bin etwas beschäftigt. Gucken wir mal, ob wir was finden. Wahrscheinlich nicht. Für den hier nur 90.000. Ach, mir nicht. Wenn ich den Stecker zog, würde ich Navette nur noch mehr ärgern. Ich beschloss abzuwarten, bis der richtige Moment gekommen war. Wenn ich den Stecker... Ich beschloss ab... Den Stecker müssen wir also ziehen, wahrscheinlich, wenn die da so weit sind. Haben die es jetzt nun bald mal eh? Hobbs hatte den Ouroboros aus La Maledictio skizziert. Aber an dieses Gesicht konnte ich mich gar nicht erinnern. Der Ouroboros war eindeutig eine Kopie des Wurms aus La Maledictio. Aber in seiner Mitte war ein Gesicht zu erkennen, wo auf dem Bild in der Galerie ein Baum gewesen war. Entweder hatte Hobbs beim Zeichnen seine künstlerische Freiheit ausgetobt, oder er hatte etwas gefunden, das in dem Bild versteckt gewesen war. Dann gehe ich halt wieder. Stoppelbart. Monsieur Stoppelbart, Sie gehen nicht weg, bis das hier beendet ist. Verstanden? Aber ich muss nur... Dies ist eine Tatergangsrekonstruktion. Sie werden bleiben, bis meine Ermittlung abgeschlossen ist. Haben wir uns verstanden? Okay, okay, klar. Ich überlegte, ob ich einfach wegrennen sollte, aber dann müsste Mouet hinter mir herrennen. Zu grausam. Und ich würde riskieren, dass man gegen mich ermittelt. Zu dumm. Da spielte ich doch lieber mit und brachte die Rekonstruktion möglichst rasch hinter mich. Die Büste starrte mich herablassend an,
wer dafür wohl Modell gestanden hatte. Eine gute Frage, ich habe keine Ahnung. Die Lücke, wo La Maledictio gehangen hatte. Das ist jetzt die Frage, wie locken wir die da weg? Mit Trevor eventuell. Ich wollte davon anfangen, dann fiel mir aber ein, dass ich eine Menge zu tun hatte. Jetzt fällt mir schon wieder nichts mehr ein. Mann, schon hier sind überall nur Brüste, Büsten. Was soll ich tun, ja? Tja, dazu müssten die weggehen. Warum? Der redet doch nicht mehr mit mir. Inspektor Navet. Ach, auf immer redet er wieder mit mir. Das ist ja Wahnsinn. Läuft's nicht? Woran liegt es denn? Monsieur Stobart, wenn die Pariser Polizei dieses ebenso kostspielige wie komplizierte Gerät nicht zum Laufen bringt, dann bezweifle ich, dass es ein Versicherungsvertreter schafft. Ich bin Versicherungssachverständiger. Tatsächlich. Da schlag ich ja lang hin, Monsieur. Tatsächlich? Dabei helfe ich sehr gern noch nach. Pff, genug jetzt. Sie sind weder qualifiziert noch klug genug, ein solches Gerät zu bedienen. Wie wir? Wie war das, Moe? Ich sagte anders als wie wir, Inspekteur. Sind Sie schon lange Kripo-Beamter? Lang genug, Monsieur. Sie haben sicher schon viele Verbrechen aufgeklärt. Mehr als Sie warme Mahlzeiten zu Abend hatten. Nun, ich habe sehr oft warm zu Abend gegessen. Ach ja? Wie oft? Was? Genau wie oft haben Sie warm zu Abend gegessen, Monsieur? Naja, weiß nicht. Paar tausend Mal? Sie beweisen, dass ich recht habe, Monsieur. Präzision und Genauigkeit sind das A und O. Sie sind ein Unikum, ein erstaunlicher Mensch, Inspektor Navet. Schön, dass Sie beeindruckt sind. Ach, müssen wir Navet erstmal dafür überzeugen, dass wir das reparieren können. Na super. Ich war sicher, ich konnte das Gerät zum Laufen bringen. Wenn ich bloß Navet aus dem Weg hätte. Inspektor Navet. Wenn ich's mir bloß mal schnell ansehe. Vielleicht sehen Sie ja nur den Wald vor lauter Bäumen nicht. Lächerlich. Das weiß doch jeder, dass im Wald viele Bäume stehen. Ich meinte, vielleicht sehen Sie das Offensichtliche nicht. Das Offensichtliche, Monsieur Stobart, ist, dass ich nicht dumm bin. Klar, Sie stehen ja auch nicht im Wald, Inspektor. Genau. Und jetzt überlassen Sie das bitte den Experten. Sie sind hier sicher der Obermacker. Ja, ich bin der Obermacker. Und der Obermotz? Sind Sie auch der Obermotz? Halten Sie gefälligst den Rand. Ich muss mich konzentrieren. Ich frag ja nur. Mr. Stobart. Wenn Sie mich weiter belästigen, verhafte ich Sie auf der Stelle. Ich beschloss, nicht weiter zu bohren. So, können wir jetzt eventuell mal den Strom abstellen, damit die da weggehen und wir uns das Ding mal angucken können. Inspektor Navet. Ich weiß, das klingt blöd, aber ist das Ding überhaupt eingestöpselt? Monsieur Stobart, halten Sie mich wirklich für so dumm, dass ich nicht einmal das Grundsätzliche überprüfe? Wir machen alle Fehler. Welch lächerliche Verallgemeinerung, Monsieur. Also ich sehe doch von ihr aus, dass... Ah. Benötigen Sie Hilfe, Inspektor? Sehr witzig, Moe. Einen Moment. Nun war ich ihn los. Also jetzt oder nie. Jetzt musste ich schnell sein. Was?
Zeit, die Sache in Gang zu bekommen. CSI Paparis. Paris. Sehen Sie, Moe, ich wusste, ich schaffe es. Ich bin nicht sicher, ob... Genau, Sie wussten, mein überlegener Intellekt würde am Ende obsiegen. Ja, Inspekteur. Inspekteur, ich bitte um Verzeihung, aber da ist ein kleiner Acker. Ich höre. Wir haben... Großer Gott, Moe, wollen Sie mir nahelegen, jemanden zu töten, um die Szene nachzustellen? Nein, Inspekteur. Wir brauchen nur eine Leiche. Ah, ja, verstehe. Aus Ihnen wird noch ein Kripo-Beamter, Moe. Das habe ich natürlich bedacht. Und das machen Sie. Ich? Ich bin doch nicht tot. Noch nie Theater gespielt, Monsieur Stobart? Naja, ich will mich nicht loben, aber meine Hauptrolle in Die Katze auf dem weißen Frechdachs hat letzten Sommer ziemlich das Haus gerockt. Als Katze oder als Frechdachs? Weder noch. Also keine Hauptrolle. Neue Halbwahrheiten, Monsieur? Wie auch immer. Jetzt bekommen Sie eine echte Hauptrolle. Aber er sieht gar nicht wie das Opfer aus, Inspekteur. Oh, verdammt, Moe. Müssen Sie ständig Probleme sehen? Lassen Sie mich nachdenken, wie wir das machen. Auf Navets Problemlösungen zu warten, konnte eine ziemliche Weile dauern. Ich brauchte etwas, das mich mehr wie Henri aussehen ließ. Ich sehe mich mal um. Vielleicht finde ich was. Ja, tun Sie das. Wirklichkeitsnähe ist wichtig, Stobart. Mann, oh Mann, ey. Nur Idioten. Ah, sind Sie auch endlich da? Bitte machen Sie es sich bequem. Wir nehmen nur noch einige Korrekturen vor. Pater Simeon, Nico. Hi, George. Willkommen in der Anstalt. Lass mich raten. Navette ist überglücklich, dass wir den Fall gelöst haben und schlägt uns für einen Orden vor. Nicht ganz. Ich habe ihm von Shears und Medowski erzählt. Er sagt, ich fantasiere. Das ist ja irre. Sag ich doch. Lauter Irre. Und was tun wir jetzt? Weitermachen. Medowski dran kriegen. Was ist mit Navette? Den ignorieren wir. Und dieses Theater? Die Rekonstruktion? Na, je eher sie losgeht, desto eher ist sie rum. George, was zum Teufel soll dieses Gerät? Das ist Navettes Baby. Es soll angeblich den Tatort analysieren und uns sagen, was passiert ist. Aber das wissen wir doch schon. Wir ja, aber Navette nicht. Ruhe bitte! Wie soll ich mich bei dem Lärm konzentrieren? Lane hatte recht. Navette war ein Idiot. Hallo Nico, hat sich was getan? Nicht viel seit unserem letzten Gespräch, George. Hallo Pater. Mr. Stobart, wird das lang dauern? Ich weiß nicht. Navette scheint mit dem Gerät zu kämpfen. Dann bete ich um göttliche Intervention. Wenn Sie meinen, dass es hilft? Der Herr hört immer zu, George. Gucken wir mal, ob wir uns was Henri's nehmen können. Sachen fand man vermutlich am ehesten in seinem Büro. Es war eine Wasserpfeife. Von den Dingern kriegte ich Kopfweh. Natürlich. Der Kram musste seit den 70ern Staub angesetzt haben. Da war eindeutig nichts Brauchbares. Es war eine Statue von Henri. Der Schreibtisch war voll mit Henris Kram. Und nichts davon war brauchbar. Hat er überhaupt irgendwas Brauchbares? Das Modellauto, eine Statue. Es war eine ein strategisch platziertes Feigenblatt. Es war ein Ramponist. Ein Ramponist, das Sofa, ja. Wo kriegen wir jetzt Klamotten her, beziehungsweise...
Henris Gitarre. Der arme Mann würde nie wieder Gitarre spielen. Und uns mit seiner Musik belästigen. In dem Rahmen waren getrocknete Blumen. Die Überwachungskamera überblickte die Galerie, obwohl sie nicht mehr zu laufen schien. Ich öffnete das Fach nochmal. So, da haben wir ein Schlüsselloch und wir haben noch eine schicke Büroklammer. Dieses Schloss mit einer Büroklammer zu knacken, wäre extrem beeindruckend gewesen. Wenn es geklappt hätte, ja. Können wir die Whisky reinkippen? Das lohnt. Und dann das Schloss einfach anzünden? Leere Flasche. Auf dem Kopf der Statue klemmte eine von Henris Brillen. Vielleicht, ganz vielleicht, sah ich ja mit der Brille wie Henri aus. Na, nimm dir mal die Brille. Das war die Brille, die ich von Henri... Kannst du auch aufsetzen? Das... Den Kamm finden wir hier nicht gerade zufällig, wa? Dass wir uns noch die Haare zurecht machen können, wa? Nee. Sieht nicht so aus. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.